So, einen ganz herzlichen schönen guten Morgen nach diesem spannenden Vortrag vom Jürgen Abelow, den ihr wahrscheinlich alle gesehen habt. Darf ich euch ganz herzlich begrüßen zur ersten Session hier in diesem Raum mit dem Christoph Braun. Es wird gehen um die Kunst der Führung. Das ist ja für alle, die hier irgendwie agil unterwegs sind oder sich damit beschäftigen, bestimmt ein Thema. Gerade so wir als Scrum Master haben wir noch einen hier von Cybert Media. Ich bin selbst einer. Etwas, wo wir uns immer mit rumschlagen müssen. Wie funktioniert denn Führung, wenn wir keine klassischen Strukturen haben? Und es ist in der Tat eine Kunst. Von daher sind wir ganz gespannt, was uns der Christoph dazu jetzt erzählen wird. Und damit würde ich dir auch schon den Raum übergeben. Bitte schön. Dankeschön. Ja, auch mal herzlich willkommen von mir. Keine Ahnung, immer ist immer so schwierig. So der Jürgen Abelow ist ja immer sehr unterhaltsam und sehr interessant und voll der interessanten Infos und auch noch Spaß dabei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt da so gut folgen kann, aber ich gebe mir mal Mühe. Es ist so, dass ich, sag mal, ich habe das gestern Abend fertig gemacht. Nach der Agile Night noch, also ich war nicht mit dem Dennis und den Jungs unterwegs, das konnte ich leider nicht, weil ich da noch ein bisschen den letzten Schliff dran machen muss. Also es ist wirklich ein ganz neuer Vortrag, den ich mir tatsächlich wirklich vorgenommen hatte schon immer und habe gesagt, irgendwann muss ich das mal einreichen, damit ich es auch wirklich mache, auch die Konzepte und was dahinter ist. Und ihr seid jetzt auch das Publikum, das jetzt also so völlig jungfräulich diesen Vortrag dann auch anhören könnt. Warum Kunst? Ich meine, ich mag Kunst, Kunst ist schön, Musik ist toll und tolle Bilder, tolle Gedichte, ich mag sowas alles. Aber nicht deshalb, glaube ich, ist Führung Kunst oder brauchen wir Kunst, künstlerische fast Aktivitäten oder künstlerisches Geschick, um zu führen, sondern weil ich glaube, dass wir in letzter Zeit ganz, ganz viel Führung sehen, die eben nicht kreativ ist, die sich eben nicht den Dingen anpasst, die man vor sich hat und mit denen man arbeiten kann, sondern die einfach sagt, hier, es gibt so einen Weg und so geht das und das ziehe ich jetzt durch. So macht man das, so wird es einem beigebracht, so sagt das Framework. Ich bin ganz froh, weil Jürgen ja so ein paar Sachen da gezeigt hat, dieses schöne Bild mit den, 20 Frameworks, die da auf der, na, waren wir gleich nicht 20, aber mit den Frameworks, die auf der auf diesem Slide waren. Das war genau nach meinem Herzen, weil es gibt da ganz viele von und es gibt ganz viele Menschen, die dann sagen, jetzt kann ich mich nach diesem Framework richten und dann weiß ich genau, wie ich zu agieren und zu arbeiten habe. Und ich bin überzeugt davon, dass das eben nicht wirklich so klappen kann und dass ich eben als Führungskraft schon kreativ denken muss, kreativ agieren muss, um die richtige Führung für den richtigen Zeitpunkt zu wählen. Und das will ich ein bisschen ausführen heute. Gut, aber zuerst mal ein bisschen Geschichte, Geschichtsunterricht. Wer ist das? Wer kennt den Herrn? Bosch. Bosch? Keine Ahnung, ja, woher auch immer. Aber den Namen kennt fast jeder. Frederick Winslow Taylor. Taylorism ist ein sehr bekannter Begriff für das, was er erfunden hat, nämlich dieses Scientific Management. Ein Buch, was er da eben, ich weiß nicht, Anfang des 20. Jahrhunderts geschrieben hat. Und er ist einfach jemand gewesen, der gesagt hat, ich beobachte die Leute, wie die arbeiten, in dieser aufkommenden Skalierung der Unternehmen. Es ist tatsächlich so, dass, glaube ich, vor 1900 die meisten Firmen, die Durchschnittsgröße von Firmen war 3 bis 4 Leute, glaube ich. Und das ist unglaublich explodiert am Anfang des 20. Jahrhunderts. Und er hat dann gemerkt, wir müssen Leute, die gebildet sind, die wissenschaftlich denken können, die müssen die anderen, die eben nicht gebildet sind und so nicht denken können, und das war die weit größere Mehrheit, die müssen wir steuern, die müssen wir managen. Und das ist genau, woher dieses Buch kam, The Principles of Scientific Management. Und ich glaube halt, das war damals super gut. Also ich finde, der hat geniale Sachen gemacht eigentlich und sich geniale Sachen ausgedacht. Aber es ist einfach nicht mehr ganz so angebracht heutzutage. Ja? Wir sind jetzt 100 Jahre später oder mehr als 100 Jahre später. Und die Menschen, die man führt, die man managt, sind andere Menschen. Die sind anders gebildet, haben ganz andere Herausforderungen, haben ganz andere Ziele, müssen ganz andere Dinge erreichen. Und deshalb müssen wir anders managen. Wir können nicht nach Schema F, nicht nach einer Maschine agieren. Ähnliches ist der hier noch einer.
Kennt keiner wahrscheinlich auch. Das, also kennt, ihr kennt ihn schon, aber vom Bild her kennt ihr ihn wahrscheinlich nicht. Henry Ford, ja, der Mann mit der, ja, mit dem der Erfinder dieser Assembly Line. Also ganz schnell, jeder macht sein Ding. Maschine, ja, Maschine, und die Menschen sind eigentlich nichts anderes als Zahnräder in der Maschine. Wer von euch würde sagen, ich habe das gestern schon in meinem kleinen Talk gestern oder Spiel gestern erwähnt, ganz viele von euch würden, glaube ich, sagen, wenn eine Organisation wie eine gut geölte Maschine läuft, das ist ein positiver Satz. Ja, und ich glaube, das ist nicht so. Ich glaube, das ist falsch. Ja, natürlich ist es besser als eine schlecht geölte Maschine, wo es quietscht und nicht vorankommt, aber es ist trotzdem noch eine Maschine. Und das ist der große Unterschied. Wenn wir heute genau das, was Jürgen gerade gesagt hat, wenn wir diese mit Disruptionen umgehen können wollen, wenn wir erkennen können wollen, wo der, wie ich mich verändern muss, wie man in dem Lean Startup so schön sagt, Pivot, also eine Veränderung machen muss in meiner Richtung, in meiner Ausrichtung, wenn ich adaptieren muss, wenn ich agil sein will, dann darf ich nicht wie eine Maschine agieren, weil eine Maschine, da kommt, wenn ich die nicht signifikant umbaue, kommt eigentlich immer wieder das Gleiche raus. Ja, also ich drücke einen Knopf und dann passiert was und kommt am Schluss das Gleiche raus. Und ich glaube, das ist falsch. Dann mache ich immer wieder dasselbe, dann ist die Innovation kaputt, dann ist genau das, was ich brauche in so einem Start-up-Culture, wie sie auch Jürgen vorhin erwähnt hat, die geht dann verloren. Ja, deshalb, eine gut geölte Maschine ist zwar sehr effizient und produktiv und vielleicht in den späteren Levels, die Jürgen erwähnt hat, so 8, 9, 10, da ist es vielleicht sogar sinnvoll, aber ganz, ganz häufig und ganz viel, wenn ich neue Ideen an den Mann bringen muss und so weiter, ist das, glaube ich, eher falsch und schlecht. Also dieses Maschinendenken ist was, was mich immer sehr gestört hat. Also Ingenieure, die Scientific Management entwickelt haben, Command and Control Führungsstil. Und die Ingenieure entwickeln die meisten Management Frameworks, also auf Vorentwürfen, Top-Down, Command-Control-Strukturen und Prozessen. Das ist einfach so eine richtige, so, ja, der Ingenieur, der sitzt da, der malt ein Bild, der macht eine Blaupause und nach dieser Blaupause agieren wir. Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Und ich glaube, das ist auch an manchen Stellen vernünftig. Es war ganz sicher zu dieser Zeit, als das erfunden wurde, sehr vernünftig. Ich behaupte aber, dass wir eben da raus müssen, weil wir nämlich, ja gut, das stimmt, Frameworks funktionieren gut bei vorhersagbaren, wiederholbaren Aufgaben. Ja, da sind Frameworks ganz toll, weil ich dann immer wieder das Gleiche anwerfen kann. Best Practice mache ich dann, ja, ich mache immer wieder das Gleiche. Dave Snowden hat mal gesagt, also der Mann von Kunefin, Komplexitätsforscher, der sagte, Best Practice ist Past Practice. Ja? Die besten Praktiken sind aber auch alte Praktiken, sind vergangene Praktiken. Und wenn ich nicht anfange, neu nachzudenken und neue Dinge zu machen, dann mache ich halt immer wieder dasselbe. Und das wird mich im Prinzip eigentlich fast zurückwerfen, weil andere an mir vorbei rennen und schneller sind, weil sie neue Dinge und neue Ideen bringen. Und deshalb ist es, wenn ich Innovation und Problemlösungen in komplexen Systemen brauche, ist viel mehr Kreativität gefordert. Ist, glaube ich, eben die, also Kreativität, ich rede zwar jetzt hier auch von Führung als Kunst, meine ich nicht unbedingt, dass ich ein Bild malen muss, können muss oder eine Musik, ein Musikstück komponieren können muss, aber es geht schon darum zu sagen, ich muss Ideen finden, ich muss damit umgehen, wenn ich mit Problemen konfrontiert werde, muss ich Ideen finden, um die Probleme zu lösen, nicht aber zu sagen, das mache ich nach Schema F und dann löse ich mein Problem schon. Wenn ich das wird nicht immer funktionieren oder sehr häufig nicht funktionieren. Das ist eigentlich, glaube ich, für mich so ganz essentiell. Das heißt, ich sehe die Führungskraft da eher wie den Bildhauer, den Autor, den Maler und wie auch immer. Ich glaube einfach, dass die Menschen, die Führungskräfte eigentlich wirklich diese Ideenfindung, diese Kreativität in ihrem Umgang mit der Führung leben müssen. Und dass sie da ganz viel tun können und besser tun können. Jetzt Steilvorlage von Jürgen vorhin. Er hat über Kontext gesprochen und wie wichtig Kontext ist. Kontext ist King. Also ich bin ganz, ganz wichtig. Also es ist wirklich ganz so situativ, immer wieder zu sagen, wir sind immer wieder anders. Die Situation ändert sich, meine Umgebung ändert sich, die Rahmenbedingungen ändern sich, meine Wünsche ändern sich vielleicht, die Konkurrenz ändert sich, es passiert ständig was und das System, in dem ich agiere, adaptiert sich, passt sich ständig an. Und es kann einfach nicht sein, dass ich dann sage, naja, dann mache ich immer wieder das Gleiche. Das kann doch nicht sein. Ich muss mir neue Ideen überlegen, wie ich damit umgehe. Die Menschen, die ich führe, sind unterschiedliche Menschen, die sind unterschiedlich zusammengesetzt, in unterschiedlichen Gruppen, Teams, etc., etc. Und wenn ich da nicht kreativ drauf eingehen kann, sondern nach einer Blaupause agieren will, dann werde ich Probleme bekommen, glaube ich. Ja, also, eine Sache ist Haltung, ja, Werte.
was ist mir wichtig, worum geht es mir? Ja? Ich kann mir zum Beispiel überlegen, dass ja, die Maler, die hatten verschiedene Haltungen, sage ich mal. Der eine fand das ganz toll mit dem impressionistischen Stil, dann sind sie evolviert und kamen zu Kubismus und Surrealismus etc. Und ich glaube, bei den Führungskräften ist es ganz analog. Ich finde, da gibt es analoge Systeme, wo ich sagen kann, ich kann ein Chef sein, ich kann ein Coach sein, ich kann ein Kumpel sein, aber ich glaube, es ist falsch, immer das Gleiche zu sein. Ich will gar nicht mal sagen, dass der Chef, der autoritäre Chef, unbedingt der Böse ist. Das ist auch genauso, wie ich es jetzt, wie es eigentlich auch Jürgen sagt vorhin, ja, es gibt Situationen, wo in einem sehr reifen Unternehmen, in einer späteren Phase von der Organisation es signifikant wichtig ist, dass es sehr vielleicht hierarchischer und effizienter geführt wird. Und da kann auch ein eher autoritärer Chef oder zumindest ein Chef, der steuernd auch eingreift, sinnvoll sein, um so eine Effizienz zu erzielen. Aber ich kann nicht sagen, ich mache es immer so oder so oder so, sondern ich muss mir überlegen, welche Haltungen sind mir wichtig, wo lang will ich gehen und wie kann ich mich dem Kontext gemäß adaptieren. Theorie X, Theorie Y ist bekannt. Douglas McGregor, schon mal gehört. Also der hat einfach postuliert, er hat ein Buch, aber so ein Aufsatz, in dem es anfing, geschrieben, dass es sozusagen gesagt, es gibt die Theorie X, wo die Menschen, die Führungskräfte eigentlich sagen, die Leute müssen angetrieben werden, die wollen eigentlich nichts schaffen, die sind vom Grund auf faul und ich muss sie irgendwie dazu bringen, was zu tun. Und Theorie Y ist eben zu sagen, nein, Leute wollen immer was tun und ich muss nur die dabei bei der Stange halten und nicht hingehen und sie demotivieren. Ja, das ist eigentlich das Entscheidende. Und Theorie Y hat dieses positive Menschenbild, die Leute wollen was haben, die Leute wollen was tun, die sind begeistert, interessiert, motiviert. Solange ich denen nicht irgendwie ständig irgendwelche kleinen Stöckchen in die Speichen stecke, machen die was und arbeiten weiter dran. Und das ist, glaube ich, der Unterschied, auch bei vieler Hinsicht, mit welcher Haltung gehe ich an die Menschen dran. Und das ist wie so ein Künstler, der sagt, ja, was will ich hier malen, wie will ich malen, welche Art des Malens will ich haben, muss ich mich auch als Führungskraft so ein bisschen einem Künstler gemäß auch entscheiden. Ist das meine Haltung, ist das meine Haltung? Und dann gibt es eben, und das ist eigentlich so der Einstieg auch in den Hauptteil jetzt von meinem Vortrag, was ich ja auch in dem Abstract gesagt hatte, Materialien und Tools. Ja, ich kann also als Künstler mit Acryl und Öl und Pastellfarben malen oder ich kann als Autor das handschriftlich erfassen, was ich mache oder ich kann einen Word-Prozessor benutzen. Wahrscheinlich, ich wollte noch die Schreibmaschine reintun, aber ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so passend. Das werden die wenigsten tun. Aber ich kann verschiedene Dinge nutzen und ich kann genauso gut als Führungskraft mir überlegen, welche Tools will ich nutzen, welche Tools kann ich nutzen und wieder hängt das vom Kontext ab. Ja, das ist ganz klar, dass ich kenne viele Freunde, die malen und die malen mal mit Acryl und die malen dann wieder mal mit Öl und was auch immer. Und das hängt von dem Ziel ab, was sie erreichen wollen. Das hängt vielleicht von dem Gefühl ab. Das hängt von den Aufträgen ab, die sie gegebenenfalls haben etc. etc. Also wieder Kontext, Kontext, Kontext. Daraufhin nehme ich andere Tools und genau dasselbe ist hier der Fall. Ja, manchmal muss ich mich anders verhalten und muss anders führen als in anderen Fällen. Ich muss andere Tools, andere Materialien nutzen als Führungskraft. Und das ist, glaube ich, für mich das ganz Entscheidende. Ich postuliere im Prinzip eigentlich, dass ich sage, Führungskraft muss einfach, ja, negativ gesagt und bauchladenvoll, ganz, ganz vielen Werkzeugen, Haltungen, Prinzipien, Werten haben und kann sich daraus bedienen, abhängig vom Kontext. Wie ein Künstler, der sagt, oh, jetzt heute habe ich Lust darauf oder heute ist mir das wichtig und das kommt drauf an und darauf kommt es an. Die Führungskraft, anders als ein Künstler, hat vielleicht nicht nur die ganze Freiheit zu sagen, ach, ich habe heute Lust darauf, jetzt bin ich heute mal ein bisschen autoritär, das scheint nicht so ganz sinnvoll zu sein, aber die Führungskraft hat eben ähnlich wie ein Künstler diesen Bedarf zu sagen, ich schaue mir an, in was für einer Situation ich gerade stecke, wer hier vor mir sitzt, welche Personen, welche Gruppen, welche Abteilungen und welche Situationen der Kontext gerade hergibt. Und daraus überlege ich mir, welche Materialien, welche Tools ich nutzen kann. Und das ist, glaube ich, das, worauf es mir ganz ankommt. Und ich glaube im Prinzip, dass es nur, es gibt diese fünf Bereiche, aus deren, ich glaube, man diese Tools sich zusammensuchen sollte. Also fünf Führungsbereiche habe ich die mal genannt. Und eine Führungskraft wird dafür ganz, ganz erfolgreich sein können, glaube ich, wenn sich darum kümmert, dass all diese fünf abgedeckt sind. Das ist Sinn und Wert. Es gibt ganz klare Aussagen, die betonen, dass wenn Menschen einen Sinn hinter ihrer Arbeit sehen, wenn Menschen wissen, warum sie was tun und sich in gewissen Wertebereichen bewegen können, dürfen und auch verlässlich wissen, dass diese Werte gelebt werden, dann ist das extrem hilfreich für diese Menschen. Das treibt sie an, das führt zu mehr Engagement etc.
Das ist genau das Zweite, was ich brauche. Ich muss mich darum kümmern, dass die Leute engagiert dabei sind. Ich muss mich darum kümmern, dass die Leute motiviert sein können oder nicht demotiviert werden, wenn ich jetzt so ein bisschen Theorie X und Y nehme. Und genau das ist ganz wichtig. Und ich glaube und ich bin überzeugt davon, dass das mehr und mehr geschieht. Und ich glaube, ihr kennt das vielleicht auch bei euch in den eigenen Organisationen zum Teil, dass Selbstmanagement, es wird gerne von Selbstorganisation geschrieben, für mich ist das nur ein Subset Selfmanagement, das ist das Größere. Drumherum, die Organisation allein ist es nicht, sondern wie ich mich manage, wie ich meine Aufgaben verteile, wie ich was auch immer tue, das ist alles, das ist ein bisschen allumfassender, glaube ich. Und autorisieren heißt natürlich in dem Sinne zu sagen, ihr dürft gewisse Dinge tun, ihr habt Freiheiten, Dinge zu tun. Ich als Führungskraft muss also fördern, dass ich den Menschen Entscheidungsfreiheit gebe, ich muss fördern, dass sie sich selbst managen können, ich muss dafür die Basis legen. Das Vierte ist die lernende Organisation. Ganz klar, auch wieder, wenn ich mich nicht weiterbilde, und das ist jetzt nicht im Sinne von, ich muss noch einen Kurs belegen oder die Tools for Agile Teams besuchen, das reicht nicht, sondern ich muss kontinuierlich versuchen zu lernen, mich weiterzuentwickeln, mir zu überlegen, was ist denn Neues, was gibt es denn Neues, wie kann ich anders agieren. Es geht nicht nur um die Fachlichkeit, sondern um ganz viele Dinge. Wenn ich da nicht kontinuierlich mich hinterfrage, was weiß ich alles, oder im Gegenteil sagen, ich weiß garantiert nicht alles oder ich weiß wenig und ich kann immer was dazulernen. Wenn eine Organisation so agiert, die Organisation selbst so versucht, sich kontinuierlich zu verbessern, kontinuierlich neue Dinge zu lernen, dann wird es schwierig, weil diese kleinen agilen Startups, die tolle Ideen haben, die werden dann plötzlich an einem vorbeirennen. Ja, das ist einfach so. Ne? Weiß nicht. Die R&V wurde vorhin erwähnt, ne? Die hat ganz tolle, denen geht es richtig gut, soweit ich weiß. Und die haben klasse Produkte, aber die müssen gerade jetzt aufpassen. Und ich finde es auch toll, dass sie hier deshalb hier auch hinkommen und glaube, das wird auch erkannt. Aber das verändert, die Versicherungswirtschaft verändert sich ungemein aktuell. Und wenn die R&V da jetzt nicht mitgeht und aufpasst, dann wird das viel schwierig, bin ich überzeugt. Ich weiß nicht, wem ich jetzt da hoffentlich nicht auf die Füße trete, sondern vielleicht aber auch einfach nur da Wasser auf die Mühlen kippe. Weil das ist einfach, glaube ich, so. Ja? Man muss da aufpassen. Und das bedeutet, lernende Organisation. Ja. So eine Organisation wie zum Beispiel die R&V muss einfach kontinuierlich lernen. Ja. Und darf nicht sagen, das haben wir doch immer schon so gemacht, ist doch super erfolgreich, wir verdienen richtig viel Geld. Das ist eine falsche Einstellung. Ja. Da kommt man nicht weit mit. Und das Letzte ist eigentlich ganz spannend, die psychologische Sicherheit. Wer kennt das? Schon mal gehört diesen Begriff? Nur ganz paar wenige, ja. Vielleicht von dem Google-Projekt, Aristotle-Projekt, hat das schon mal jemand gehört? Aristotle von Google, ja, wahrscheinlich die gleichen. Also Google hat festgestellt, dass die produktivsten und erfolgreichsten Teams bei sich in der Organisation, bei ihnen in der Organisation, die Teams sind, wo diese psychologische Sicherheit sehr hoch ist. Da sind die erfolgreichsten Teams. Was bedeutet psychologische Sicherheit? Das heißt nicht Datensicherheit oder was auch immer, sondern es geht darum zu sagen, ich fühle mich sicher in meiner Rolle, die ich einnehmen muss in meiner Gruppe, und ich kann da mich ausleben, ich kann Entscheidungen treffen, ich muss nicht Angst haben davor, dass ich bestraft werde für Dinge, die ich getan habe, die vielleicht nicht so super gut waren. Ich darf Mut haben, oder ich brauche nicht so, vielleicht noch besser gesagt, ich brauche nicht viel Mut, um die Dinge tun zu können, um Dinge auszuprobieren, um Entscheidungen selbst treffen zu können, etc. Eine Sicherheit, einfach mich ausleben zu können in meiner Gruppe, in meinem Bereich, in meiner Umgebung, in der Firma, in der Organisation. Und und für mich sind das die fünf Dinge, auf die ich mich fokussieren muss als Führungskraft. Ja, ich glaube, was fehlt für euch? Fehlt euch was? Was so eine Führungskraft sonst noch so tut? Nichts. Ja? Die schon bei der psychologischen Sicherheit, ja, die mit verorten, ne, gerade gestern jetzt oder so, genau, hätte man sich überlegen können, ob das nochmal. Separat, ja gut, aber ich würde es darunter verorten, also das wäre jetzt mein Ding, weil also diese Sicherheit, die ich den Mitarbeitern geben möchte, als Gefühl, das ist eine Sicherheit in der Gruppe, aber auch und mir gegenüber als Führungskraft, aber auch nach außen hin gegenüber anderen, würde ich so definieren zumindest, aber ja, danke. Ja? Rahmenbedingungen schaffen, fände ich wichtig noch. Zeit auf sich. Für mich sind viele Rahmenbedingungen schon bei Sinn und Wert drin. Ja, Sinn und Wert ist also eine Rahmenbedingung für mich. Sinn und Wert heißt, ich habe ein Ziel, da geht die lange. Das ist eine wichtige Rahmenbedingung, wo geht die Reise überhaupt hin und in welchen Leitplanken kann ich mich bewegen, und das wird sehr oft durch die Werte definiert. Vielleicht auch über andere Rahmenbedingungen, das mag sein, das stimmt. Das ist hier vielleicht nicht ganz so deutlich drin. Ja.
Vielleicht Nadine. Ist es auch bei dir mit Sinn verbunden, aber bei mir ist halt Strategie Inhalt, eingefallen. Genau. Ja, also darauf wollte ich eigentlich auch raus, weil ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Führungskräfte. Also ich weiß nicht, wer jetzt Führungskraft ist von euch, also formell sowieso und auch informell als Scrum Master. Dann sich mal wirklich gut überlegt. Und ich habe Führungskräfte Trainings gegeben, wo dann diese Frage kam, wie viel Zeit verbringt ihr damit? Und dann stellt sich heraus, dass ganz, ganz viele Führungskräfte einen riesigen Teil ihrer Zeit damit verbringen, die nicht in einem dieser fünf Bereiche wirklich angesiedelt sind, sondern damit betrifft, wirklich taktisch Arbeit, Entscheidungen zu treffen, Arbeit zu leisten, tatsächlich auch Doing zu machen, etc. Das ist was ganz, ganz, ganz viel ist. Und ich glaube eigentlich, die Führungskräfte müssen drüber wegkommen. Die müssen sich davon verabschieden. Also ich will nicht sagen, sie dürfen gar keine Arbeit mehr machen. Sie dürfen nicht mehr, programmieren. Wir sind ja hier bei der Tools for Agile Teams, da gibt es viele Entwickler, glaube ich, oder zumindest in dem Bereich Agierende. Aber ich glaube, das wird viel zu viel noch gemacht. Und ich habe das schon mal auch, ich sage das immer wieder gerne, für mich ist einer der Hauptgründe, warum das passiert, eigentlich doch der, dass jemand zur Führungskraft wird, nicht weil er besonders qualifiziert ist als besonders gute Führungskraft oder weil er irgendwelche BWL-Studium gemacht hat, in dem Management-Sachen gelehrt werden, wobei da werde ich eher die Frameworks kennenlernen, die ich ja sowieso nicht so, von denen ich nicht so begeistert bin, sondern wer wird meistens eine Führungskraft? Der die Sache in der Gruppe am besten kann. Der wird belohnt für seine gute Arbeit und wird zur Führungskraft. Ja, das heißt, der beste Programmierer wird dann sofort zum Chef der Programmierer gemacht. Ja, und der beste Controller zum Chef vom Controlling und vielleicht zum CFO mal. Und die Frage ist, ist das wirklich hilfreich? Ich persönlich glaube eher nicht, weil ich verliere wahrscheinlich meinen besten Programmierer, schade, und gewinne vielleicht eine mittelmäßige oder gar schlechte Führungskraft, weil Programmieren und Führen ist was ganz, ganz anderes. Und das ist aber eine ganz typische Sache. Und deshalb, so eine Führungskraft wird dann immer sehr eng kontrolliert, wird sehr viel noch taktisch und auch strategisch zu machen. Die strategische Frage, würde ich sagen, die kann ich im Sinn schon mit drin verorten. Aber das ist eher Tagesgeschäft. Das typische Tagesgeschäft, wo eine Führungskraft sagt, mein Tagesgeschäft, und dann listen die auf, was sie alles machen, irgendwelche Meetings, wo Stati abgerufen werden und so weiter und so weiter. Und dann muss ich mich darum kümmern, muss dahin rennen, mit dem was reden und eine Entscheidung treffen und da was tun und dem sagen, was er zu tun hat und dem sagen, was er zu tun hat. Das finde ich hier nicht wieder und das will ich auch eigentlich nicht hier reinschreiben, weil ich glaube, als Führungskraft sollte ich versuchen, mich davon so weit wie möglich verabschieden. Und eigentlich, also ich finde es indirekt wieder, wo ich dann sage, hier im Selbstmanagement sollen die Menschen, die ich führe, es eher besser selbst können und es schaffen. Und ich muss die dafür qualifizieren. Ich muss daran arbeiten, dass sie es besser können. Das ist meine Aufgabe. Im Rahmen einer lernenden Organisation und auch in diesem Sechsecks da autorisieren und Selbstmanagement. Ja, also das ist eine Ansage, ich glaube, klingt jetzt erstmal okay und schlüssig, aber ich glaube, es ist eine ziemlich krasse Ansage eigentlich, zu sagen, kümmert euch weniger um das Tagesgeschäft als Führungskräfte, kümmert euch um eure Leute, kümmert euch um eure Organisation, versucht hinzukriegen, dass den Leuten das Ziel klar ist, dass die Rahmenbedingungen in Form von Werten etc. klar sind, dass ihr die Leute das weiterbringt, dass die Leute ein Gefühl haben, ganz eigenständig, selbstorganisiert gut arbeiten zu können, in der Sicherheit. Das ist das, worauf ihr euch konzentrieren solltet, glaube ich, als Führungskräfte. Ja, und das, was ich eigentlich machen wollte, ist gerne nochmal diese fünf Einzelthemen ein bisschen mehr beleuchten und ein paar beispielhafte Methoden und Tools, die es da gibt und die man einsetzen könnte, abhängig vom Kontext, mal vorzustellen, ein, zwei ein bisschen tiefer, um ja, dann mal so einen Überblick zu bekommen, was ich glaube, was wichtige Aktivitäten einer Führungskraft sein können, künstlerische Aktivitäten oder kreativ auszudenkende, welche von diesen Werkzeugen passen jetzt gerade in meinem aktuellen Zusammenhang, in meiner aktuellen Situation, in der ich mich befinde. Also immer wieder im Kontext. Kontext ist King, wie ich schon gesagt habe. Gut, Sinn und Werte zum Beispiel. Erstmal seid ihr sicher, was sind eure Werte? Ja, wenn man das jemanden fragt, dann wird man nicht das ausspucken können meistens, sondern wird drüber nachdenken müssen. Ne? Und das finde ich auch okay. Ja, finde ich jetzt nicht schlimm. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, das zu kommunizieren, das klar zu machen, sagen, ich habe Werte, mir sind gewisse Dinge ganz, ganz wichtig. Das sind Prinzipien, an die ich glaube, Werte, die mir ganz, ganz wichtig sind. Und die möchte ich euch auch gerne erzählen. Und die kommuniziere ich meinen Mitarbeitern oder den Menschen, die ich führe. Und ich muss natürlich danach leben. Also das ist ein ganz klares Problem der Integrität. Wenn ich also nicht diese Werte dann auch sichtbar lebe, dann habe ich ein riesiges Problem. Das macht mich dann völlig unglaubwürdig.
Und das Gleiche gilt für die Organisation. Ich glaube eigentlich, dass ich für jede Organisation, Organisationseinheit mir überlegen kann, was sind denn unsere Werte in unserer Organisation. Für ein großes Unternehmen gibt es das oft. Ja. Die Frage ist, wird es gelebt? Das ist das eine. Und die zweite Frage ist, wird es auch für kleinere Unterorganisationen klar gemacht? Ja. Was, wenn ihr nur ein Team habt von 5 Leuten, haben die Werte? Haben die irgendwie gemeinsame Werte, die auch kennen, wo sie sich darauf einigen, wo sie sagen, das ist für uns alle wichtig. Ja, ob das jetzt, das wahrscheinlich zieht jeder sofort aus der Tasche Respekt. Ja, das kommt immer rein, ne? Das ist auch immer toll, ist auch sinnvoll, ne? Aber es ist, das ist so ein einfacher, so ein No-Brainer. Aber da mal ein bisschen weiter drüber nachzudenken, was ist uns wichtig? Ja, ist das was, worauf legen wir Wert als Team von 5, 6 Leuten? Was ist uns ganz, ganz wichtig? Wonach wollen wir uns ausrichten? Das hängen wir am besten schön visualisiert, transparent machen, auf einen Flipchart gemalt, in Team auf die Wand und dann kann ich wieder drauf zeigen und ich kann, und das ist das, was ich das hier unter Kulturkonferenz mal genannt, ich kann da, darüber sprechen, immer wieder. Ich muss, glaube ich, und das ist der Fehler, der meistens mit Zielen und Werten gemacht wird, dass man nicht darüber spricht, sondern man macht es einmal, man kündigt es an, man macht es groß, sagen wir, Bohai drum, was dann da geschieht und hier, guck mal, wir haben diese Ziele und guck mal, haben uns auf diese Werte geeinigt und dann werden vielleicht bei großen Organisationen Poster gedrückt, die hängen dann immer neben dem Aufzug und dann ist vorbei. Ja? Und ich glaube, das ist das Problem. Und ich glaube, wenn wir nicht uns permanent oder zumindest alle, ich sag mal, 3 Monate oder was auch immer fragen, ja, was haben wir jetzt getan, um dem Ziel näher zu kommen? Was haben wir für Dinge erlebt, wo wir die Werte gut gelebt haben? Und was haben wir für Dinge erlebt, wo wir diese Werte nicht gelebt haben? Sind diese Werte und sind unsere Ziele noch aktuell? Passt das überhaupt noch? Und das machen wir ganz selten. Ja, wenn wir die einmal gemacht haben, dann war das so ein Aufwand. Das ist wie so, das gehört dazu, das machen wir am Anfang mal. Und das macht wirklich praktisch fast jede Firma, zumindest was die Ziele betrifft. Aber das wieder auf den Tisch zu bringen und zu sagen, wenn es ein wichtiger Kompass für uns sein soll, um Entscheidungen zu treffen, im Sinne von, wir wollen da lang gehen, wir wollen diese Rahmenbedingungen haben, dann müssen wir das immer wieder auf den Tisch bringen. Und dann müssen wir uns immer fragen und diese Fragen auch gefallen lassen, inwieweit haben wir in den letzten 3 Monaten etwas getan, was uns dem Ziel näher gebracht hat, was wir definiert haben? Oder haben wir Dinge getan, die den Werten widersprochen haben, auf die wir uns geeinigt haben? Und warum haben wir das gemacht? Liegt das daran, dass wir eigentlich diese Werte falsch gewählt haben? Das kann ja sein, immer wieder. Ja. Oder war das wirklich aus Unachtsamkeit oder schlimmstenfalls aus Böswilligkeit? Und das muss ich tun. Ich glaube, ich muss mich damit beschäftigen. Also das, und dazu gehört ganz viel dieses Thema der Geschichten, ne? Und das finde ich einfach ganz spannend, weil gerade bei Werten, da kann ich am ehesten daran festmachen, was für, wie diese Werte gelebt werden oder nicht gelebt werden. Geschichten, also es gibt Leute, die definieren Kultur so, wie genau die Geschichten, die im Unternehmen erzählt werden, von früher und von jetzt, das macht die Kultur aus, das ist die Kultur der Firma. Diese Geschichten, die über die Firma und über das Miteinander in der Firma erzählt werden, sind es. Und deshalb ist es gar nicht schlecht, diese Geschichten zu sagen. Es gibt ja auch diese Kulturbüchelchen. Ja, Seibert hat das immer mal wieder gemacht. Ich weiß nicht, ob er es noch macht. Ich habe jetzt keine mehr gesehen in letzter Zeit, aber das liegt nur daran, dass ich so nicht mehr so oft da war. Aber ja, es gibt diese, ich glaube, Kulturchronik heißt das bei euch und andere sagen Culture Books und ich weiß was immer. Das ist eine sehr sinnvolle Sache und es ist aber was ganz wichtig ist, um sich das immer wieder bewusst zu sein und das nicht nur einmal zu machen, weil man macht das ja, es gehört sich so und danach vorbei. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, immer wieder auf den Tisch bringen. Eine der wichtigen Sachen dabei sind diese, wie gesagt, unter Kulturkonferenz jetzt für mich subsumiert. Wer kennt Ikigai? Da, einer, klasse. Das ist kommt aus dem Japanischen und das ist einfach so ein bisschen wie die Bestimmung oder Raison d'être. Warum gibt es mich oder warum gibt es uns als Gruppe überhaupt? Ja, wo geht es hin? Und das ist was ich glaube, ganz hilfreich sein kann, wenn wir über Ziele sprechen. Ja, wenn wir sagen, wir wollen Ziele definieren. Und ich glaube auch, eine Gruppe, eine Organisationseinheit sollte sich auch selbst Ziele geben. Und nicht im Sinne von, das Unternehmensziel ist das und wir brechen das jetzt runter auf die 5 Bereiche und jeder Bereich hat daraus folgend diese Ziele und dann wird wieder runtergebrochen und runtergebrochen und runtergebrochen. Sondern ich glaube, aus sich heraus sollte eine Organisationseinheit, ein Team oder auch eine Abteilung oder ein ganzer Bereich sich selbst Ziele geben können, die einfach nur nicht dem Unternehmensziel widersprechen dürfen. Es kann nicht sein, dass wir uns ein Ziel geben, was dann praktisch diametral entgegengesetzt zu dem anderen ist. Das darf natürlich nicht sein. Aber es ist wichtig, glaube ich, dass ich diese Ziele habe und diese Ziele definieren kann. Und dieses Ikigai-Thema ist was, wo man sagen kann, das kann ich dafür nutzen.
Beispiel, ja, Ikigai, da ist es. Schon mal gesehen, jemand? Diese sieht aus wie so eine schöne Blume eigentlich. Ja, ist schon wieder Kunst. Da, wir haben wieder die Kunst. Ja, und das ist eigentlich ist die Idee, dass es eigentlich vier Bereiche gibt, diese vier großen Kreise, was du liebst oder was du liebst zu tun. Also da muss nicht meine Frau dabei sein, jetzt in dem Sinne, sondern wofür hast du Leidenschaft, was findest du klasse, was liebst du zu tun, was braucht die Welt, wofür werde ich auch entlohnt, wofür kriege ich auch tatsächlich Geld und was kann ich gut. Und da innen drin, hier, wo sich alle vier Kreise überschneiden, da ist eigentlich deine Bestimmung, dein Ziel. Ja? Und wenn ich das für mich persönlich mache, ist es mein Lebensziel. Aber ich kann das auch, und das habe ich auch schon erfolgreich gemacht, sehr wohl auch mit Gruppen, also Organisationseinheiten machen. Was ist unser Ziel? Und dann das zu versuchen. Wo drin sind wir gut? Was braucht vielleicht nicht die Welt, sondern unser Unternehmen, für das wir Ergebnisse liefern? Ja? Wo kriegen wir vielleicht direkte Bezahlung oder wo kriegen wir Bestellungen und Anerkennungen für unsere Lieferungen, die wir liefern? Und worauf haben wir richtig Lust? Was macht uns richtig Spaß? Da gibt es richtig schöne Ideen, wo man dann sagt, wenn du irgendwas findest, was zwischen was du liebst und worin du gut bist, dann ist es deine Leidenschaft. Ja? Oder wenn du irgendwas findest, was du gut kannst und wofür du bezahlt wirst, das ist dann oft so der Beruf. Ja? Etc. Und wenn drei Kreise sich überschneiden, könnte man hier zum Beispiel sagen, ich finde es klasse, ich liebe das Ding, ich bin richtig gut da drin und kriege auch Geld dafür, aber ein bisschen das Gefühl der Nutzlosigkeit, weil die Welt braucht es scheinbar nicht. Ja, schade. Ja, und so ein bisschen kann man das kann man auch so sehen hier. Und hier ist es einfach Freude, Erfüllung, aber kein Reichtum, weil ich nicht dafür bezahlt werde. Ne? Also ich bin gut drin, die Welt braucht es, ich mache es unheimlich gern, habe eine Leidenschaft dafür und leider kriege ich kein Geld für. Ein bisschen unbefriedigend auch manchmal. Und eben dann genau in dieser Mitte zu landen, ist super. Bitte. Hast du das schon mal erlebt, dass die Unternehmensgeschichte zu Werten führt, die die Führung lebt, die exklusiv für sie gilt? Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist bei uns der Fall. Mhm. Die Führungsmannschaft kennt sich zum Teil länger, als es die Führung gibt. Mhm. Also die sind inzwischen gekauft worden, dann wieder outgesourced worden. Und ich habe das Gefühl, die haben einen Wertekanon für sich und verstehen nicht, dass der für die mittlerweile von 25 auf ja, weit über 1000 gewachsene Gruppen nicht mehr gilt. Okay. Und da findet keine Übersetzung statt, glaube ich. Und ich weiß nicht, wie man das ansprechen kann. Ja. Oder wie man. Nein, das, bei Werten trifft das Ähnliche zu wie bei Zielen. Also hier geht es ja eher um Ziele oder eine Vision oder den Sinn. Der Sinn ist ja wirklich das, worum es geht. Ich glaube, bei Werten trifft eigentlich fast das Gleiche zu. Ich glaube, Unternehmensbereiche müssen sich eigentlich ihre eigenen Ziele und Werte auch setzen können. Und ich glaube nicht, dass das von oben herunter definiert werden muss, sondern dass jeder, der beteiligt ist, sich Werte beteiligt sein muss an der Wertediskussion und um welche Werte es geht. Wenn das 1000 Leute sind, muss man sich überlegen, wie man das hinkriegen kann und wie das skaliert. Aber ich glaube, es sollte nicht von oben herab, top-down, sondern eher von bottom-up gemacht werden und dann könnte durchaus was anderes rauskommen. Das ist ganz wichtig. Aber dann bin ich eben in der Führungssituation, wo ich sage, mein Kontext ist anders und die Werte, die mir wichtig sind, solange die nicht völlig im Clash sind mit denen der Mitarbeiter, die ich führe, muss ich damit umgehen können. Es ist mir eigentlich eher wichtig, dass ich meine Mitarbeiter verstehe und gut verstehe und das kann ich auch dadurch gut verstehen, wenn ich weiß, was denen wichtig ist, was deren Werte sind. Ja, und deshalb finde ich das, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass es nicht so ein Top-Down, ja, dieses, wie ich das auch bei den Zielen ist ja so typisch, also das Runterbrechen von Zielen, es gibt das große Ziel, dann wird runtergebrochen etc. Ich glaube, das ist gar nicht richtig. Ich glaube, das ist eigentlich diese Hierarchie der Ziele und der Werte und so weiter ist falsch, sondern ich glaube, das muss individuell definiert werden. Ich muss einfach nur wissen, dass ich nicht dass ich vernünftig agiere und nicht irgendwie jetzt diametral entgegen bin mit meinen Zielen gegen das Unternehmensziel und dagegen wirke sozusagen durch mein Ziel. Aber ich glaube, da ist meistens ausreichend Vernunft vorhanden in den Menschen. Oder man muss dann halt eine Veränderung suchen, das kann ja auch sein. Aber zu den Werten kommt nämlich auch noch was. Wie mache ich das mit den Werten? Und das finde ich total schwierig. Ich habe das auch mal überlegt und was sind meine Werte? Und dann kommt man so mit ein paar Worten und so weiter. Das ist jetzt nur die erste Hälfte, es geht nur bis K. Ne? Also es gibt noch eine zweite Seite. Also es sind so wirklich, ich glaube, es ist extrem hilfreich und sinnvoll, wenn ich hingehen kann und sagen kann, guckt euch doch mal da an, hier ist mal eine Auswahl. Wenn ihr noch welche findet, die nicht da drauf sind, klasse, auch okay. Aber hier ist mal eine Auswahl von wichtigen Dingen, die wertvolle Sachen sein können, die dir wichtig sind. Und sucht euch doch mal drei oder fünf oder was auch aus, die für euch genau die wichtigsten sind.
und damit zu arbeiten und darauf basierend auf solchen Vorgaben zu sagen, okay, findet die doch mal. Ja? Und wenn dann 5 Leute in einem Team sind und die 5 Leute finden jeweils 3 bis 5 von diesen Werten und dann legen wir die auf den Tisch, tauschen uns aus, sehen, ob es da Überlappungen gibt oder sagen wir, wie können wir daraus Gemeinsamkeiten finden, wie können wir aus der Liste vielleicht was finden, was sich ableiten lässt aus unseren, um dann für uns 5 gemeinsame Werte zu finden. Ja? Aber lasst die Leute nicht einfach sagen, ja, sagt mir mal eure Werte, findet die mal, einfach nur so ins Leere rein. Ich muss da mit denen arbeiten und ich glaube, so eine Vorlage kann unheimlich hilfreich sein dafür schon. Soweit zu Sinn und Werte. Ich muss hier auch mal auf die Zeit gucken. Ja, passt. Engagement und Motivation, was könnten da Dinge sein? Auch hier wieder nur zum Beispiel. Ich war immer ganz bewusst zum Beispiel, weil es gibt natürlich nicht nur diese, was sind es, 6, 7 meistens. Ja, ich glaube, das ist eine ganz extreme Aussage, aber ich glaube, wenn ein Unternehmen und auch nicht das gesamte Unternehmen, auch vielleicht ein Bereich innerhalb eines Unternehmens etc. nicht irgendwie verstehen kann, wie sie die Welt für irgendjemanden besser machen, dann wird es schwierig. Es ist umgekehrt so, dass es eine ganz klare Aussage gibt, dass es gibt keinen besseren Motivator für einen Menschen, wenn er arbeitet, dass er einen Unterschied macht, dass er mit seiner Arbeit was verändern kann, dass ich was Bedeutungsvolles tue. Das ist der unglaublich tollste Motivator, den es, glaube ich, vielleicht nicht wirklich, aber einer der ganz, ganz starken Motivatoren. Ich kann was verändern in der Welt, ich kann irgendwas besser machen, vielleicht nicht für die ganzen 8 Milliarden Menschen, die es auf der Welt gibt, also, aber vielleicht für ein paar oder für einen Ausschnitt, für eine Berufsgruppe, für ich weiß nicht wen oder was. Ja? Aber für die kann ich das besser machen. Es wird besser dadurch. Ja, es gibt ja diese Aussage, wenn mein Ziel nicht ist, irgendwie was besser zu machen, sondern mein Ziel nur mehr Umsatz ist oder sowas, das ist ja oft diese tollen Ziele, ja, mehr Umsatz, das ist, oder wachsen, ja, dann gibt's, habe ich vom Jürgen mal, als ich mich mit ihm unterhalten habe, wenn dein einziges Ziel ist zu wachsen, dann unterscheidet es nicht sehr vom Tumor. Das ist natürlich, ja, es ist eine brutale Sache, ne? Aber irgendwo, ja, das kann nicht das Ziel sein, einfach nur zu wachsen und zu wachsen. Das ist kein gutes Ziel, oder? Gut, dass ich das vom Jürgen hatte. Ich habe ja gesagt, der kommt immer gut mit so Dingen raus. Ja. Ja, und da kommen dann auch so ein paar Sachen aus Management. Ich bin einer von diesen Management 3.0 Trainern, die der Jürgen vorhin erwähnt hat. Und da kommen dann auch schon ein paar Sachen raus. Und Moving Motivator, das ist ein Ding, was unheimlich beliebt ist. Ich weiß nicht, wer das kennt. Ich kann es hier schon mal vorlegen. Diese 10 Bedürfnisse, meistens intrinsische Bedürfnisse genannt. Man kann sich darüber streiten, ob das jetzt wirklich in jeder Hinsicht immer intrinsisch versus extrinsisch ist, aber das ist gar nicht das Wichtige hier für mich. Aber es sind 10 Bedürfnisse, die definiert sind. So, Jürgen hat das so vorhin so schön gesagt, er ist sehr gut, viele Sachen zu lesen und zu finden und dann das zu kombinieren, zu stehlen und zu kombinieren. Und genau das ist hier auch geschehen. Ganz vieles aus Maslow und Herzberg und Deci und Pink, Dan Pink und was auch immer, alle haben irgendwie definiert, was treibt Menschen an, und dann ist er hingegangen und hat das so kombiniert, und ich glaube, das ist ein wunderbares Tool, um seine Menschen besser zu verstehen und zu verstehen, was motiviert wen wie, und das ändert sich auch. Das ist auch völlig legitim, dass sich das verändert. Aber da wirklich mit aktiv umzugehen, diese Moving Motivators tatsächlich benutzen. Wer hat das schon mal gemacht? Im echten Real-Life-Setting oder nur während dem Kurs? Real-Life-Setting, also mit Personen, mit anderen Dingen, das ist klasse. Ja, und das finde ich, und das war gut, und ihr würdet das positiv bewerten in der Regel? Ja. Ja. Also gut, dann ist ja einfach gewesen, da brauche ich gar nicht viel drüber reden über dieses Slide. Die anderen, die es nicht kennen, ganz viele Leute sagen, das ist gut, dann könnt ihr es bestimmt glauben. Nein, es ist auch wirklich ganz, ich glaube auch als Führungskraft, das zu nutzen, ja, immer mit der ganz klaren Ansage, nicht nur, ich sage jetzt mal zu meinem Mitarbeiter, leg mir doch mal die Karten, ja, zeig mir doch mal, was deine Motivatoren sind, und ich schaue mir das jetzt mal an, sondern natürlich musst du das auch machen, das ist eine Gegenseitigkeit, ja, du musst das genauso offenlegen, das hat was mit Transparenz und Offenheit zu tun, die auch ganz nötig ist, da kommen wir dann eigentlich bei psychologischer Sicherheit nochmal drauf, weil das genau dazu passt. Aber ganz wichtig ist, wirklich die Menschen kennenzulernen, man kommt in ganz tolle Diskussionen, man erfährt unheimlich viel über Menschen und über sich gegenseitig, das ist eine ganz spitze Sache. Ja, ich gehe aber nochmal zurück, also Moving Motivator ist eine Sache, Achtsamkeit nimmt schon wieder ab, das war mal vor einem Jahr oder zwei, war das Ding, Achtsamkeit, Mindfulness, Achtsamkeit, jeder sprach darüber, dann vielleicht habe ich es nur nicht mehr so gesehen, aber es geht so ein bisschen wieder. Der Schwung ist weg, der Pendelausschlag geht schon wieder leicht zurück, habe ich den Eindruck. Ich glaube, es ist immer noch sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wir Menschen
leiden extrem darunter, dass ganz, ganz viel auf uns reinprasselt und dass wir unheimlich versuchen, ganz viel gleichzeitig zu tun. Immer wieder alles zu machen und gleichzeitig zu tun. Und das ist damit übe ich einfach, damit zurechtzukommen und mich zu fokussieren und nicht zu versuchen, alles auf einmal zu machen und in operative Hektik auszubrechen, wenn wieder der Nächste in die Ecke kommt und will wieder was von mir, sondern zu sagen, hey, alles gut, langsam, kommt demnächst und so weiter. Und dass man eine gewisse innere Ruhe finden kann durch sowas, was man dieses Achtsamkeit nennt. Das muss nicht, man muss nicht mit Om meditieren, das kann man, das ist auch nicht schlecht, ich will das gar nicht ins Esoterische lächerlich machen, das ist schon eine wichtige und sinnvolle Sache, aber es ist nicht für jeden. Aber einfach zu sagen, ich versuche mich mal auf Themen zu fokussieren. Ich versuche mich mal zusammenzunehmen und nicht von ganz vielen Sachen, die auf mich reinprasseln, mich sofort ablenken zu lassen und wieder da und dann wieder meine Richtung und dann nochmal umdrehen und nochmal umdrehen. Da mit einer Achtsamkeit dran zu gehen und sagen, ich mache mal eine Sache nach der anderen. Ja, Kanban, ja, genau das passt da rein eigentlich für mich. Ja, Whip Limits, mein eigenen Hirn Whip Limits ist auch ein bisschen was ich bei Achtsamkeit mir denke. Und was ich auch ganz, ganz, ganz wichtig finde, denken, helfen, schenken, danken, helfen, schenken. So. Und das Interessante ist jetzt eigentlich, das habe ich hier auch, glaube ich, ja, nicht nur der Empfangende, sondern besonders auch der Gebende wird glücklicher und dadurch auch motivierter, wenn er die Chance bekommt, Hilfe, Geschenke und Dank zu geben. Ja, also das ist nicht der Empfangende, um den es hier geht, sondern es geht darum, dass ich als Führungskraft die Möglichkeit schaffen soll, dass andere, dass die Mitarbeiter, die ich gerne motivieren möchte oder deren Motivation ich nicht zerstören möchte und die ich gerne engagiert sehen möchte, dass ich denen die Möglichkeit gebe, zu danken, zu helfen, zu geben. Ja, und das ist ganz wichtig. Also weil das macht, das ist ein gutes Gefühl. Das ist echt, echt klasse Gefühl. Ja. Meine Frau ist krank und hat und findet es immer schwer, um Hilfe zu bitten. Und eine Therapeutin hat immer gesagt, du kannst den Menschen nichts Besseres tun, als wenn du sie um Hilfe bittest. Das finden die toll. Die freuen sich, wenn sie dir helfen können. Das macht denen, die fühlen sich besser danach. Keine Angst, um Hilfe zu bitten, das ist blöd, wenn du das nicht machen willst. Mache es, das ist gut für die anderen. Das ist nicht nur gut für dich, weil du was bekommst, sondern es ist ganz klasse für die anderen, die dir die Hilfe geben können, die dir Geschenke machen können, die dir Danke sagen können. Also schafft Wege da rein. Kudo-Karten sind so eine typische Anerkennung von Danke sagen, aber auch Systeme zu entwickeln, wo man sich gegenseitig ich weiß nicht, irgendwelche Sternchen oder Sachen geben kann, wo ich dann vielleicht sagen kann, der hat jetzt mal verdient, nach dem Sprint jetzt, der kriegt einen Amazon-Gutschein oder was auch immer, und dass das Team das machen kann. Nicht ich als Chef sage, oh, du hast es verdient, du kriegst jetzt, du kriegst jetzt da mal so einen Gutschein, das ist wieder so von, ich bin der Chef von oben herab, sondern aber, dass ich sagen kann, hier, ihr kriegt einmal im Sprint, kriegt das Team so einen Gutschein und ihr könnt euch einen aussuchen untereinander oder solche Sachen. Das heißt, die Führungskraft muss ein System schaffen, in dem es dieses Denken, Helfen, Schenken ermöglicht. Und nochmal zurück wieder, kurz die Freiwilligkeit. Wie, ganz schwieriges Thema, finde ich. Eigentlich fast sogar das Wichtigste von allen, weil wenn ich mich, die Idee ist immer die, wenn ich eingeladen werde, freiwillig irgendwie an irgendwas teilzunehmen und ich mache den Entschluss, ja, ich nehme teil, dann bin ich ganz anders engagiert, als wenn ich sage, mir hat jemand gesagt, ich soll das machen und ich mache es, oder? Also wenn ich selbst bewusst die Entscheidung treffe, ich mache das jetzt, ich nehme diese Einladung an, daran teilzunehmen, ob das jetzt ein Meeting ist oder ein Projekt oder was auch immer sein mag. Ja? Wenn ich die bewusste Entscheidung treffe, ich mache mit, ich nehme diese Einladung sozusagen an, dann bin ich ganz anders committed und ganz anders engagiert dabei, sofort. Das heißt, wie machen? Das ist eine spannende Frage. Wie viel könnt ihr in eurer Organisation freiwillig machen? Also es gibt manche, die sagen, bitte? Schön zu sagen, alle Meetings sind freiwillig und wenn ich im Outlook eine Einladung mache, dann steht es immer required. Und die Leute denken, wenn ich eine Einladung zum Meeting kriege, muss ich hingehen. Ne? Ja, genau. Aber gut, aber das ist aber eine Frage der Kultur. Erstens kann man natürlich auch Leute als optional einladen, zumindest glaube ich, das geht in Outlook. Und zweitens, also das heißt, das könnte ich dann machen, alle Leute, die ich zu meinen Meetings einlade, lade ich optional ein. Immer, zack. Das wäre die eine Sache. Und zweitens kann ich auch in meiner Organisation als Führungskraft sagen, egal wie ihr Meetings-Einladung bekommt, ihr dürft immer kommen oder nicht kommen. Es liegt euch anheim. Ihr müsst nicht hin. Ja? Und nur wenn es euch Wert bringt oder wenn ihr dazu was Sinnvolles beitragen könnt, zu den Inhalten der Meetings, geht ihr hin. Sonst nicht.
Und das ist wirklich nicht auf die Meetings beschränkt, um Gottes Willen. Also Freiwilligkeit hat was damit zu tun, in welche Projekte will ich gehen. Ja, also es gibt Unternehmen, die haben solche Marktplätze, wo sie sagen, hier, neues Projekt, wir haben gerade einen neuen Auftrag oder wir haben eine neue Idee. Wer will daran teilhaben, mitnehmen, mitmachen? Ja? Manchmal sind das andere. Und ich kenne, ich glaube, IT Agile ist jetzt hier niemand da. Ich weiß noch, dass jemand mir das mal erzählt hat bei IT Agile. Sie gehen so weit, dass wenn sie Aufträge bekommen haben, oder nicht bekommen haben, sondern Anfragen für Aufträge bekommen haben, dann wird es in die Gruppe geschickt und gesagt, wer hat da Lust drauf, wer macht da mit? Und wenn sich keiner meldet, dann wird er abgelehnt. Ja, dann wird nicht gesagt, wir wollen den aber, wir wollen das Geld verdienen und wir bestimmen halt jetzt mal 3 Leute, die es machen, das gibt's nicht. Wenn keiner das machen will, dann wird es auch nicht gemacht. Zack. Das ist schwierig und ich verstehe, dass das nicht in jeder Hinsicht möglich ist. Das glaube ich. Ja. Wenn ich bei einer Versicherung von mir aus zum Beispiel wieder mal bin und sage, da gibt es gewisse Vorgaben rechtlicher Natur und dann müssen wir irgendwas aufarbeiten und einhalten und keiner will es und keiner macht es, dann machen wir es halt nicht, das geht nicht. Ja. Aber es gibt ganz, ganz viel, wo man das, man kann es viel mehr machen, als man es tut. Das glaube ich. Und das ist das Entscheidende dabei. Man kann viel mehr Freiwilligkeit haben, als es angeboten wird heutzutage. Und ich glaube, Geld ist ein Demotivator, kein Motivator. Dadurch, dass jemand mehr Geld bekommt, arbeitet er nicht besser. Sage ich einfach so. Wenn ich mehr Geld bekomme, arbeite ich nicht besser. Ich arbeite immer so gut, wie ich kann. Ich finde das Quatsch. Also Menschen, die sagen, oh, wenn ich mehr Geld bekomme, dann wird plötzlich meine Arbeit besser. Komisch. Ja? Das Einzige, was sein könnte, ist, dass ich mehr arbeite. Das könnte ich vielleicht machen, aber dann sind es nur bezahlte Überstunden. Ja? Wenn ich ein Gehaltserhöhung kriege, wenn ich mehr Geld bekomme, mein Gott. Aber im Prinzip, und dann haben wir Burnout und ich weiß auch nicht, ob ich das unbedingt haben will in jeder Hinsicht. Das Wichtige ist, wenn ich sage, Money off the table, heißt für mich nicht, dass ihr den Leuten nicht, dass es unwichtig ist oder dass man damit Fehler machen kann, aber das Problem ist, es ist kein Motivator, sondern es kann nur demotivieren, wenn es nicht so ist, dass, wenn man sich fair behandelt fühlt. Mit seinem Gehalt oder mit seinem Honorar oder was soll mir das sein mag. Ja? Das heißt, das muss ich wegkriegen. Das meine ich mit off the table. Ich muss fair bezahlen. Ich muss sagen, die Leute müssen, also innerhalb des Unternehmens, ja, wenn ich das Unternehmen mir betrachte und sage, die anderen Leute, die ähnliche Arbeit machen, müssen auch ähnliches Geld bekommen oder es muss verständlich werden, warum die anderes Geld bekommen. Es muss einfach fair sein. Vielleicht muss es offen sein. Vielleicht kann ich da Transparenz erzielen. Auch das ist möglich. Aber es muss einfach so sein, dass ich mich als Angestellter, der ein Geld bekommt, sagen kann, das ist okay. Ja, klar, wäre es schön, wenn ich jetzt irgendwie nochmal 100.000 im Jahr mehr bekäme, aber ist halt nicht reell. Ja, und es passt nicht. Und wenn ich irgendwo anders hinkriege, kriege ich ungefähr das Gleiche. Und es ist fair und ist okay. Und dann weg. Und dann einfach weg mit dem Geld. Nicht mehr drüber reden. Ja, einfach weg vom Tisch. Weil es wird nicht dazu führen, dass du positiv motiviert wirst durch Geld. Durch mehr Geld, durch was auch immer. Bonuszahlungen, variable Gehälter etc. Ich glaube da ganz intensiv dran, dass das nicht hilft. Manchmal sogar stört. So, ich will aber nicht zu lange jetzt noch durchmachen. Meine psychologische Sicherheit. Ja, das heißt, wie kann ich schaffen, dass die Leute sich sicher fühlen? Das heißt, was kann ich tun, damit die Leute keine Angst haben, Entscheidungen allein zu treffen, damit die Leute glauben, dass sie in einer Zone sind, wo man sagen kann, da kann ich alles sagen, da kann ich alles, können wir miteinander umgehen, solange wir uns an unsere Werte halten, auf die wir uns geeinigt haben, solange wir in Richtung unseres Ziels marschieren, kann ich Dinge tun, die ich denke, die richtig sind und sinnvoll sind und muss mir nicht irgendwie einen Stress machen, oh, das darf ich nicht oder ich darf das nicht sagen oder wenn ich das jetzt sage, gibt es einen auf die Nuss und so weiter. Darauf muss ich achten. Kudo-Karten ist ein beliebtes Thema dafür, kennt ihr wahrscheinlich auch, also Anerkennung aussprechen. Und zwar Anerkennung insbesondere von deinen Kollegen, nicht von dem Chef. Ja. Der Chef sagt dann wieder, hast du wieder gut gemacht und streichel dich nochmal am Hinterkopf. Darum geht es nicht bei den Kudo-Karten, sondern es geht darum, dass ich unter meinen Peers, also unter meinen Kollegen Anerkennung ausspreche und sage, hier, du hast mir geholfen, als du das und das getan hast. Das hat mir gut gefallen und das muss ich den Leuten überbringen, diese Nachricht. Also, sorry. Die berühmte Aussage, nicht gescholten ist genug gelobt, das ist ja so ganz beliebt, das ist falsch. Ja, das ist nicht genug gelobt. Loben, aussprechen, Anerkennung ausdrücken ist ganz, ganz wichtig und hilft Leuten auch dann eine Sicherheit zu haben. Ich werde anerkannt in meiner Gruppe. Das gibt mir Sicherheit, auch mal was zu tun, was vielleicht ein bisschen über das Übliche hinausgeht. Das Vertrauensrate, da rede ich gleich noch mal ein bisschen mehr drüber.
Aufmerksamkeit schenken ein unglaublich hoher Wert, den wir vergessen haben in unserer Zeit, oder vergessen vielleicht nicht, aber verlernt oder nicht mehr sehr gut machen, wirklich echte Aufmerksamkeit zu schenken. Ja? Einfach wirklich da jemandem gegenüber zu sitzen, ihm dieser Person in die Augen zu schauen, wenn der Kulturkreis es erlaubt, hier bei uns ist es in der Regel auf jeden Fall so, jemandem in die Augen zu schauen und wirklich einfach die Klappe halten und zuhören. Und den Leuten und nicht nur zuhören, sondern Aufmerksamkeit schenken. Schenken, das ist ein wunderbares Geschenk auch wieder, was ihr den Leuten machen könnt. Und das erzeugt Vertrauen und Sicherheit, das ist ungemein. Mehr Fragen als Sagen, also so ein Kommunikationsthemen sind das. Ganz viele sind aber auch Kommunikationsthemen, diese Sicherheit, diese psychologische Sicherheit erzeugen. Ja, also lieber die Leute reden lassen, die Leute befragen, Interesse zeigen, wissen zu wollen, was die Leute haben. Nicht Informationen, Informationsfragen im Sinne von, wie war das jetzt, sondern eher allgemeinere, offene Fragen stellen, wozu und so weiter. Ja. Wie oft gibt es Mitarbeitergespräche bei euch? Einmal im Jahr. Einmal im Jahr? Hat jemand andere Zahlen als einmal im Jahr? Monatlich? Wöchentlich. Aha. Und was geschieht da in der wöchentlich in den Mitarbeitern? Wie lang sind die und was geschieht da? Halbe Stunde? Klasse. Also, genau das postuliere ich. Ich habe es zweiwöchentlich gemacht, als ich Führungskraft in verschiedenen Unternehmen war. Ich glaube, und auch immer eine halbe Stunde. Ich hatte eine Führungsspanne halt von fast 20 Leuten. Wenn ich dann eine halbe Stunde, zwei Wochen, das macht einfach 10 Stunden über zwei Wochen, die ich einfach dafür investiert habe. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig. Und das erzeugt unglaublich gutes Gefühl bei den Menschen. Die sind ernst genommen, die können Probleme ansprechen. Du kannst ihnen Feedback geben, kannst Probleme ansprechen. Und manchmal sagst du 5 Minuten vorbei und dann sind es keine halbe Stunde, sondern nur 5 Minuten und dann ist auch okay. Ja? Aber manchmal haben die Leute da geheult und ich musste noch einen Termin ausmachen, sofort so schnell wie möglich oder irgendwelche anderen Termine verschieben, weil es ganz, ganz wichtig war und das hätte ich vielleicht sonst gar nicht rausbekommen. Das hat man gar nicht gemerkt. Ja, erst durch ein Gespräch, durch ein paar Fragen kam dann raus, wie die Situation da ist und ich bin manchmal völlig von den Socken gewesen. Aber das hat wieder das Gefühl der Sicherheit gegeben. Ja, wenn die da sitzen konnten und sich die schreckliche Situation, in der sie sich befinden, gerade aktuell, weil irgendwie... Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sexistisch sein, war aber halt in dem Fall ein Zickenkrieg, ja, der da so stattgefunden hat zwischen zwei Mitarbeiterinnen und die eine, die war völlig aufgelöst, ja, die war völlig und das habe ich nicht mitbekommen. Ja, das lief in dem Büro dann irgendwie ab, ich habe 20 Leute, wenn ich dann nicht regelmäßig, wenn ich einmal im Jahr mit ihr gesprochen hätte, wäre nie was hochgekommen, nie. Ich wäre vielleicht weg gewesen bis dahin, kann sein, aber also solche Dinge sind extrem wichtig. Und eine der wichtigen Sachen ist halt eben voneinander viel zu lernen. Moving Motivated, das hatten wir vorhin auch schon im anderen Sinne von Motivation, aber so gut wie möglich dies zu kennen, denn je mehr man voneinander weiß, desto mehr hat man Vertrauen zueinander. Und Vertrauen ist einer der ganz, ganz großen Faktoren bezüglich der psychologischen Sicherheit. Ne? Gelassenheit, das ist auch immer so eine ganz wichtige Sache. Ich weiß nicht, ich habe vielleicht solche Chefs, die dann immer, wenn irgendein Problem auftaucht, dann wird die operative Hektik angeworfen und dann, oh, jetzt müssen wir sofort was tun. Und dann werden sie lauter und hin und her und so weiter. Und dann sagen, hey, cool. Wir bleiben jetzt mal ganz cool und das ist okay und das ist auch ein Gefühl der Sicherheit, dass das dann sofort gegeben wird. Zwei Sachen daraus habe ich jetzt nochmal. Dieses Vertrauensrat ist was ich, also ich müsste jetzt, nachdem ich jetzt drüber gesprochen habe, das nochmal angehört habe, muss ich natürlich das jetzt Vertrauensvortex nennen. Klasse. Ja, also ich hatte, das Schlimme ist, der Jürgen hatte nämlich dieses ganze Ding, das hieß früher auch Rat. Tatsächlich, aber jetzt hat er es auf Vortex umgenannt und jetzt, also ich weiß nicht mehr, was für Rat, aber halt eben statt, ich weiß nicht, Business Vortex oder wie hieß das jetzt, und dann hast du das Business Rat und das hat er in Vortex umbenannt, das weiß ich. Und das mit dem Rat hat ihm damals gut gefallen, als ich das mal vorgeführt habe in so einem Management 3.0-Treffen über Vertrauen. Also Rat, und da sind jetzt 6 Bereiche drin, wo ich sage, das sind Dinge, wo Vertrauen aufgebaut werden kann. Das sind wichtige Vertrauensfaktoren und ich kann mir jetzt überlegen, und das gibt es alles, da gibt es ganze Sachen, die dahinter stehen, wo man sagt, wie kann ich Klarheit erzeugen, wie kann ich Ähnlichkeit erkennen, gemeinsame Adressen. Das ist genau das, wo ich drüber gesprochen habe, wenn ich viel miteinander rede, Wohlwollen, Sorge, Mitgefühl ausdrücken. Ja? Ich stelle meine Bedürfnisse hinten an, deine Bedürfnisse sind mir wichtiger. Das sind Dinge, die vertrauensschaffend sind und Vertrauen ist einer der ganz großen Faktoren für diese psychologische Sicherheit. Nicht das Einzige, aber ich würde mal sagen, macht man locker die Hälfte aus oder sowas. Ja? Und deshalb
ganz wichtig, überlegt euch diese Sachen, schaut euch das an, was kann ich dafür tun, dass dieses Vertrauen entsteht, nicht zufällig. Vertrauen kann ich bearbeiten, ich kann dafür was tun. Und ich als Führungskraft bin, muss es eigentlich tun. Und Personal Maps kennen wahrscheinlich auch viele, oder? Ihr kennt Personal Maps? Kennen schon ein paar, aber Mindmaps kennt ihr ja, kennen vielleicht mehr noch. Ja? Mindmaps ist sowas Typisches, wenn ich irgendein Thema habe und dann verzweige ich mit Ideen. Und hier geht es einfach um die Person. Und das ist ganz spannend, weil ich habe das wirklich schon oft gemacht. Ich finde das ganz witzig, eigentlich ist ein primitives Tool, ganz einfach. Ja? Aber zu sagen, wir machen eine Mindmap nur eben nicht über ein Thema, sondern über dich als Person oder über uns als Personen. Und wenn ich neue Teams zusammengestellt habe oder was auch immer, dann habe ich gesagt, das Erste, was wir machen, ist, jeder macht so eine Mindmap von sich und die hängen wir auf und man kann drüber reden und du lernst die Leute kennen. Das gibt ein Sicherheitsgefühl, unheimlich, wenn du weißt, was das für Leute sind, mit denen du da zusammenarbeitest in deinem Team. Das hilft und erhöht diese Sicherheit natürlich ganz ungemein. Und wenn mich alles täuscht, kommen wir jetzt am Ende zu. Zum Glück, weil ich habe ja gesehen, 10 Minuten noch. Autorisieren, Selbstmanagement, das heißt, was kann ich dafür tun, damit die Leute eben selbst agieren können. Und das heißt delegieren, ich muss delegieren. Aber Achtung, 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 nicht Aufgaben delegieren, sondern Entscheidungen delegieren. Wir delegieren nur Entscheidungen, wir delegieren nicht Aufgaben. Aufgaben ist Command and Control, das ist Micromanagement. Ich will Entscheidungen delegieren. Ich möchte, deshalb rede ich auch von autorisieren. Ja, ich autorisiere die Leute, Dinge selbst tun zu können. Ich sage da auch immer gerne, keine Angst vor Fehlern, ne, zu haben. Lieber um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Einer der Leitsätze, die ich fast immer sage, also kennt fast jeder, der mit dem ich irgendwie mal ein Coaching gemacht habe, agiles Coaching, immer wieder lieber um Entschuldigung bitten, als um Erlaubnis zu fragen. Habt Mut, ja, und wenn ich dann gewisse psychologische Sicherheit habe, dann ist es auch nicht schwierig, diesen Mut zu haben und dann zu sagen, oh schade, das hätte ich jetzt vielleicht nicht machen sollen oder was auch immer. Und das funktioniert und die Leute fühlen sich empowered. Wenn allein dieser Satz, also ich weiß nicht, wie oft ich den auch wieder zurückbekommen habe und dann wieder gesagt, oh, du hast doch gesagt und jetzt habe ich das gemacht und klasse. Ganz tolle Sachen, da sind so viele Sachen entstanden, wo man jetzt vorher gesagt hätte, oh, können wir nicht machen, müssen wir erstmal fragen und dann werden noch, Gott weiß was, für Schleifen gedreht und hin und her. Nö, wir machen es jetzt einfach mal. Ja? Und keine Angst zu haben, Fehler zu machen. Ja, da gibt es dann noch Dinge wie Selbstmanagement zu fördern. Wie kann ich es schaffen, dass die Leute selbst gut zusammenarbeiten, dass ich eben Meetings freiwillig mache, so wie wir es eben gerade mal schon mal angesetzt haben, dass wir den Menschen Tools an die Hand geben, um Entscheidungen selbst treffen zu können. Das ist das Problem, wenn ich autorisiere und sage, ihr dürft das entscheiden, und dann sitzen da 5 bis 10 Leute und die reden sich in Wolf. Ja, und diskutieren und machen und tun und kommen nicht zu Entscheidungen. Das ist das Zähe und dann, als du das siehst, geht ja nicht. Jetzt muss ich, wenn ich ihnen aber Tools an die Hand gebe, wie ich in Gruppen gut entscheiden kann, kontextabhängig, welche Art, ich muss ja nicht immer abstimmen, Demokratie ist nicht immer das Richtige. Ich weiß nicht, der eine kennt vielleicht systemisches Konsensieren, der andere kennt vielleicht konsultativen Einzelentscheid etc. Da gibt es verschiedene Tools, die man anwenden kann, damit Menschen, Gruppen besser und trotzdem effizient entscheiden können, wenn es angebracht ist. Team-Chat ist ein bisschen, komisch, habe ich nicht gemerkt, das ist ein bisschen schwach, aber man kann es, glaube ich, lesen. Team-Check, das heißt, was? Teams müssen sich immer wieder überlegen, wie können wir das Miteinander verbessern, wie können wir an unserem Selbstmanagement arbeiten. Und das ist diese neuen Beschreibung dieser Einzellinien kann auch adaptiert werden. Das ist jetzt ein Vorschlag, aber das ist nur ein Vorschlag. Ja, aber da zu sagen, und das Spannende ist eigentlich, dass ich sagen kann, ich muss so eine Forced-Choice-Bewertung haben. Das sind jetzt 9, von den 9 dürfen nur 3 im äußeren, im guten Bereich sein, 3 im mittleren und ich muss 3 finden, die nicht so gut sind. Ja, das ist einfach bewusst, weil ich davon ausgehe, du bist nie perfekt und die Gruppe ist nie perfekt und wir können Dinge finden, wo Möglichkeiten zur Verbesserung da sind. Delegation Board kennen wahrscheinlich auch ganz viele von Management 3.0, aber das ist ja genau die Art zu autorisieren, ja, wo ich sage, ihr dürft das oder das tun. Ja? Nicht tun, falsch, das habe ich selbst falsch gesagt, ihr dürft die oder die Entscheidung selbst treffen. Und das explizit und transparent zu machen, sich darauf zu einigen, aber da auch wieder eine Freiwilligkeit zu haben, ist ganz wichtig. So, die letzten 3 Slides. Ich glaube, wir kommen auch ich habe nur noch 2-3 Minuten, passt. Also, lernende Organisation ist doch das Letzte jetzt, wirklich das Letzte.
Kompetenzmatrix ist so ein Ding, wo ich manchmal ist es sehr überwältigend, was alles auf mich einprasselt. Und jetzt zu überlegen, was sind denn wirklich Dinge, wo wir Kompetenz in unserer Organisation haben müssen? Welche Kompetenzfelder haben wir, müssen wir besetzen? Wer von uns in dieser Organisation hat diese Kompetenz? Kann ich die nachvollziehbar abrufen, etc., etc.? Das kann ich mit dieser Kompetenzmatrix machen. Jürgen hat schon vorhin auch über Experimente gesprochen. Auch hier, ich bin wieder der Meinung, ich muss ganz explizit Dinge ausprobieren. Ich muss experimentieren. Nur dann kann ich wirklich was Neues dazulernen. Wenn ich sage, ich mache immer wieder das Gleiche, dann werde ich nichts Neues dazulernen. Das kommt auch in diesem Celebration Grid dann nochmal raus. Ich muss den Leuten Zeit geben. Das Wichtigste überhaupt, Zeit, ja, Ressourcen. Ich kann sie auf Konferenzen schicken, ich kann sie auf irgendwelche Seminare und Kurse und sowas schicken. Aber wenn ich ihnen nicht jede Woche meines Erachtens eine gewisse Zeit gebe, um einfach nicht das Tagesgeschäft zu machen, sondern gegebenenfalls eben was Neues zu lernen. Und das ist nicht immer ein Buch lesen oder sich weiterzubilden, sondern auch indem ich was tue. Ob das jetzt die berühmten Hackathons sind, wie wir hatten, die ich auf Level 1 hatte, hat der Jürgen vorhin gesagt, tue, das weiß ich nicht, das muss nicht sein, das kann sein. Es gibt verschiedene Methoden da, aber ich muss einfach Wege finden und den Menschen dafür Zeit geben, dass sie sich diese Wege nutzen können. Kompetenzmatrix ist eben so eine einfache Sache hier. Internetcafé, Hugo, Emma, Karl und Maria wollen so, ups, das ist falsch, sorry, ich habe das schlecht kopiert, da gab es gestern Probleme beim Kopieren. Die oberste Zeile muss eins nach rechts, weil die erste Spalte ist nicht Hugo, sondern ist eine Leer als eine Spalte, die den Bedarf darstellt tatsächlich. In der ersten Spalte steht, IT-Systeme brauche ich 3 Experten und einen, der es kann. Grün ist Experte, gelb ist jemand, der es kann und rot heißt, ich habe keine Ahnung davon. Und so versuche ich meine Kompetenzen zu erkennen, in der ersten Spalte meinen Bedarf hier zu verstehen und dann in diesen Spalten dann rauszugehen, was haben wir denn tatsächlich. Ja? Wie gesagt, schiebt das eins nach rechts, dann stimmt. Sorry, tut mir leid. Oder dieses Celebration Grid. Wer kennt das? Auch viele schon, ah, sehr schön. Auch super Tool für die Retros im Übrigen. Auch wird gerne bei Retros benutzt. Aber da habe ich hier 3 Spalten im Prinzip. Und das eine heißt, das sind meine Practices, die ich immer wieder anwende. Und die gehen auch meistens gut, weil ich sie immer wieder anwende, weil ich sie kenne. Aber da lerne ich nichts Neues und hab auch keine Innovation. Hier mache ich Fehler, die gehen meistens schief, da habe ich meistens Misserfolg, das ist die untere Hälfte der Diagonalen und dann kann ich aber auch nicht viel draus lernen. Und in der Mitte sind Experimente, wo ich Dinge ausprobiere und dann ist es egal, ob ich Erfolg habe oder nicht. Also nicht egal, das ist natürlich schön, wenn ich Erfolg habe, aber beim Misserfolg habe ich auch ganz viel gelernt. Hier unten ist nämlich der Balken, sagt, wie viel kann ich da lernen und ich kann hier am meisten lernen, wenn ich Experimente ausführe und dann ist es trotzdem super, auch wenn das Experiment fehlschlägt, habe ich was gelernt daraus. Das ist ein Erfolg. Ja, und jetzt bin ich schon durch. Habt ihr noch Fragen dazu oder Kommentare? Ich bin noch ein bisschen da. Ich, wie gesagt, keine Frameworks anwenden. Seid kreativ bei eurer Führung. Eignet euch einen ganz, ganz großen Korb an Kunstmaterial und Werkzeugen und Haltungen an. Und nutzt die einfach in dem Kontext, der euch gegeben ist in dem Moment. Und nicht immer wieder die gleichen, weil irgendjemand sagt, so geht's oder weil ihr es gut könnt, sondern überlegt, was ist mein Kontext, Kontext ist King, welche Sachen passen jetzt, welche Sachen muss ich hier anwenden, welche muss ich da anwenden. Nutzt eure eigene Kreativität dabei. Ich muss nicht immer ein Bild malen oder ein Gedicht schreiben. Man kann auch in der Führung durchaus Kreativität ausleben sich und muss keine Angst haben, wenn man nicht guter Maler ist oder gut mit Worten umgehen kann. Vielleicht hat man aber irgendwas anderes, was man gut kann, nämlich führen, nämlich mit Menschen umgeben zum Beispiel. Und damit wäre ich durch. Bar, ganz herzlichen Dank dafür, Christoph. Jetzt haben wir gerne ganz, ganz viel gehört und ganz viele kleine Perlchen in den Kopf gekriegt, die jetzt so wachsen können, kleine Nuggets, weil es natürlich in der Stunde auch nicht so tief gehen kann. Ich habe zumindest das Gefühl, meine Palette über dem Daumen ist ein bisschen breiter geworden, mehr Farben drauf, mehr Abstufungen. Das werde ich fröhlich einsetzen in Zukunft. Ganz lieben Dank dir, wenn ihr noch Fragen habt, haben wir jetzt leider keine Zeit mehr für. Christoph hat ja gesagt, er ist around, dann sprecht ihn an. Ich bin noch ein paar Minuten hier. Ganz lieben Dank, ein kleines Dankeschön haben wir auch noch. Dankeschön.